Das habe ich auch schon gemacht. Was? Ja, dann würde ich mal sagen, zupfen wir unsere Kalender und sagen damit herzlich willkommen. Hallo. Ja, du hast Hallo gesagt, mach weiter. Zum nächsten Video. Und heute haben wir wieder zwei Kalender, und zwar Playmobil, das Ankleidezimmer und der Juwelier. Juwelenraub. Juwelenraub. Das ist gar nicht so einfach. Nee, ist echt schwer. Und wir haben heute zwei Türchen. Einmal die Nummer 19 und... Nein. Was ist mit der 17? Ist die schon offen? Hä? Bei dir? Hatten wir gerade, ist die 16? Ist auch noch die 17? Hä? Hä? Guck mal, ob die schon offen ist bei dir. Hä? Ich hatte die 17. Wir sind aufgemacht. Wieso ist mir die 17 noch offen? Hast du die 18 gemacht? Du hast die 18 gemacht. Nein. Oh nein, oh nein. Du hast die 18 gemacht und jetzt habe ich gesagt, hä? Ja. Also ich habe gestern die 18 gemacht. Oh nein. Und deswegen muss ich jetzt am 18. die 17 nehmen. Okay. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Toll, das ist allen aufgefallen. Das steht jetzt überall in den Kommentaren. Ja, ja, also sorry dafür. Was soll ich dazu sagen? Nehmen wir heute die 17. Wasted. Wasted. Oh, ich werde auch gleich bestraft. Ich ja. Du wirst bestraft, ja. Dadurch, dass du ich habe richtig fette Waffen hier. Okay, doch nicht bestraft? Nee. Also fette Waffen, das ist ein Megafon. Ah, voll die Waffe. Ups. Ich hab sie auf dich gerichtet. Hey, was soll das? Kannst du das bitte unterlassen? Und hier ist tatsächlich auch ein Megafon. Also wieder zwei kleine, klitzekleine Accessoires. Ja, aber ich frag mich immer, wem soll man das denn geben? Der braucht doch noch irgendwie so einen Koffer oder so für die ganzen Teile da. Ja, also die Polizei reißt hier mit einem Mann Kavallerie an und... Und dann hat er alles so, der hat das so unter Arm, so. Ja. Stell dir mal vor. Der kommt so, unter Arm. Megafon. Also Megafon, ja. So ein Gewehr, Pistole, was hat er noch alles? Handschellen, Helm auch noch mit dabei. Und dann kommt er so an, so, Helm, Moment, ich muss erst mal kurz alles ablegen. Ja. Und dann so, Moment, ich muss erst mal kurz raussuchen, was ich brauche. Pistole. Ja. Ja, gut, okay. Das war's bei mir. Dann würde ich sagen, mach du mal weiter mit der richtigen 18. War doch 18, ne? Ja. Okay. Haben wir auch gesagt, letztes Mal bis zur 19? Ich nicht, keine Ahnung. Oh je. Ja? Hoffentlich nicht. Wie hoffentlich nicht? Na, hoffentlich nicht. Naja, immerhin habe ich die 17 gemacht. Jetzt kommt die 18. Oh, das sah klein aus, kommt aber viel raus. Huch. Bist du fertig? Nein. Okay, und dann mache ich hier kurz Zwischenpause. 3, 2, 1. Tada! Hey, was ist das denn? Ach so, das ist irgendwie... Die Katze, eine Kotze. Schon wieder was zum Anziehen? Ja, das ist doch das Ankleidezimmer. Oh, jetzt habe ich sie umgekickt. Wow. Wow, das ist so ein cooler Rock. Viel zu viele Halter, ne? Zwei leere sind die auch. Ja, ne? Man könnte sie auch nackig machen. Dann, also was heißt, dann hätten sie nur noch Unterwäsche an. Was hast du getan gerade? Wem soll ich das hier an? Nicht der Rothaarigen, ne? Das Pinke ziehe ich nicht der Rothaarigen an. Das ziehe ich eher der... Willst du schon wieder die Frau umziehen? Ja, natürlich. Wir müssen noch gucken, wie das aussieht. Was ist los mit dir? Und hier, das sind die Aufkleber, so Glitzerdinger. Ich glaube, die gehören wahrscheinlich hier drauf, oder? Schätze ich mal. So wie es hier vorgezeichnet ist. Weißt du? Ja, da gehe ich mal ganz stark von aus. Ich würde das jetzt sogar so machen, ohne nachzugucken. Ich bin da voll mutig. Ich gebe grünes Licht. Das ist sehr nett. So. Weißt du, was in der 19 drin ist? Nein, das möchte ich auch nicht wissen. Weißt du denn, was bei mir in der 19 drin ist? Nein, das möchte ich auch nicht wissen. Ich möchte gerne die Überraschung haben. Was seid ihr denn so? Seid ihr auch so drauf, dass ihr vor Weihnachten schon die Geschenke sucht und auspacken wollt? Seid ihr so? Nein. Er ist nämlich so einer. Ich bin nämlich überhaupt nicht so. Ich freue mich immer voll über die Überraschung und dann mache ich sowas nicht. Auch wenn ich gewusst hätte, wo die sind. Die Geschenke habe ich nicht geguckt. Nee, nee. Nein, weil ich mich immer freuen wollte, also überraschen lassen wollte. Könnt ihr mal schreiben, was ihr so macht. Was meinst du? Hä? Was meinst du, was machen die meisten so? Ich glaube, die meisten suchen, bis sie es gefunden haben und dann ist die Überraschung dahin. Glaubst du? Ja. Oh. Zumindest die Jungs, die machen die nicht so. Das passt gar nicht, scheiße. Oh nein. Guck,
mal, warum passt das jetzt nicht? Musst du einen abschneiden? Ja. Komm, haben wir eine Schere hier? Nein. Doch. Doch. Weißt du, was ich mache? Ich schneide den hier ab und klebe den auf der anderen Seite dran. Clever. Da ist nämlich noch ein bisschen Platz. Schnipp. Das war ja einfach. So, das ist jetzt hier Maßarbeit. Wo klebt es denn jetzt dran? Ich hoffe, auf der anderen Seite. Ah. Das könnte funktionieren. So, ich weiß nicht, ob das jetzt richtig ist, aber doch, es sieht gut aus. Guck mal, das funkelt richtig. Ah. Hier sieht es gerade aus. Den kannst du jetzt noch anziehen. Oh, was habe ich getan? Oh, ich habe ihn irgendwie zerstört gerade. Das hat keiner gesehen. Okay, wir ziehen sie mal an. Aber auch nur, weil ich Pink zu roten Haaren nicht so passend finde. Es kommt bestimmt noch was anderes, dann können wir sie nochmal umziehen. Außerdem passt das hier zu ihrem Oberteil, ne? Und zur Handtasche. Du hast schon völlig abgeschaltet gerade, oder? Ich bin voll bei dir. Ja? Ja, ja. Okay. Was ist das denn für ein fluffiger Rock? Der ist ja. Beim Ausziehen wäre ich zwar aufmerksamer, aber anziehen ist auch okay. Ich habe sie doch gerade ausgezogen. Ja, deswegen. Hä? Aus und wieder an. Passt doch nicht so mit der Handtasche, ne? Oh, das ist ja echt schwierig, ja. So. Oh, jetzt würden natürlich die silbernen Armreifen besser passen. Guck mal so. Was hältst du davon? Ah, wunderbar. Findest du okay, oder? Ja. Hey, hatte ich hier nicht noch... Ach doch, da ist doch der kleine Ständer. Ich finde es cool, dass man immer direkt was machen kann. Was? Dass man sie mal direkt an- und ausziehen kann bei mir. Bei dir kannst du immer nur so zeigen, oh, ich habe meinen Knüppel. Ja, ich habe wirklich einen Knüppel. Und gefährlich. Ja. Und ein Megafon. Oh no, ich habe einen Taschenhalter umgeworfen. Bei mir steht alles so voll hier. Ja, und ich habe kaum was. Ja, und oh, muss man nur aufpassen. So, wieder ein neues Outfit. Das ist jetzt hier neu. Und dann sind wir schon wieder fertig, ne? Sind wir schon wieder fertig. Waren ja auch schon wieder fast 10 Minuten. Ja, Tatsache. Ja, wir haben so viel rumblödelt am Anfang. Wir blödeln immer rum. Ich dachte, ich weiß. Ja, dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei der echten 19. Ja, morgen wirklich 19. Falls wir das gesagt haben. Oder bei einem dem anderen Kalendervideo. Ich bin nur Statist. Ich lese nur das vor, was hier auf meinem Skript liegt. Steht. Noch nicht mal, nee. Noch nicht mal das funktioniert. Oh Gott, warum bezahle ich dich eigentlich? Ja, echt, warum bezahlt sie mich? Du bezahlst mich gar nicht. Oh, hoppala. Deswegen klappt das nicht. Ja, dann sehen wir uns hoffentlich morgen oder bei einem anderen Video. Tschüss. Sag tschüss. Tschüss.